Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires and Tribes in unserer dritten Staffel mit der nun 9. Folge und immer noch ohne riesen fetten Beleuchtung, deswegen hier alles ein bisschen komisch dargestellt heute. Ich werde jetzt einfach die Kamera wieder verschwinden lassen und während ich das mache, bedanke ich mich herzlich bei Flohstahl211, denn Flohstahl211 hat am 1.7.2020 ein öffentlich sichtbares Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür, mein lieber Flo, du warst Herznummer 241. So. Spiel habe ich neu gestartet, habe festgestellt, im Hauptmenü hat er dann die Settings nicht übernommen gehabt, die Grafik-Set, die Settings von der Steuerung hier. Moment, hier unten, hier, das da. Hatte er nicht übernommen gehabt, dann habe ich halt neu gestartet, Spiel, dann steht es da jetzt drin im Hauptmenü. Ich mache das jetzt nochmal anders hier, ach nee, geht ja gerade wieder nicht. Ich bin jetzt im Spiel drin, es kann wirklich an meinem alten Savegame liegen, liebe Leute. Es muss nichts damit zu tun haben, dass das hier vielleicht irgendwie ein bisschen buggy wäre. Ich sage jetzt hier dann, bitte rechte Maustaste nehmen. Dann sage ich hier zurück, dann sage ich Spiel verlassen. Ich sage, ja, bitte verlassen. Und dann wird es mal kurz schwarz bei euch. Denn ich glaube, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich zum Hauptmenü zurückkehren kann. Es müsste gleich wieder hell werden bei euch. Gleich? Vielleicht? Jetzt, okay. So, dann gehe ich jetzt in die Einstellungen, dann gehe ich wieder in die Hotkeys. Moment, wo war's? Gebäude drehen, Shift und ziehen. Oh, hat er nicht genommen? Hier, Shift und ziehen. Ja, ich musste die Maustaste bewegen dabei. Alles klar. So, und dann gehe ich jetzt unten bei Blocken rein, da hat er mit rechter Maustaste drin gelassen. Okay. Ich lade mal den Spielstand. Einmal ist übrigens noch nicht gestartet, Leute. Mache ich dann gleich, wenn wir geladen haben. Dann trinke ich noch mal einen Schluck Wasser nebenbei. Bin ich auch mal gespannt. Vor allem bin ich jetzt auch gespannt, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob nach dem Spielstand laden die Verbindung für den Getreidehof wieder existiert oder nicht. Die Verbindung mit dem Lager. Ich habe zwischenzeitlich schon eine Voicemail für den Chris fertig gemacht. Für die Sachen, die wir schon in der gestrigen Folge festgestellt haben, dass die noch nicht ganz so reibungsfrei funktionieren. So. Nee, geht nicht. Ich muss Shift gedrückt halten dafür. Alles klar, okay. Gut, der Chris weiß Bescheid. Da wird bestimmt noch was dran gefixt. Wir bauen jetzt erstmal hier in der Hütte weiter, damit die schnellstmöglich fertig wird, damit wir schnellstmöglich mehr Arbeiter haben, die wiederum dann schnellstmöglich mehr Nahrung produzieren. Denn ihr seht, wir sind schon wieder nur bei 55. Das langt so noch nicht. Das Schöne ist aber, durch den Bau des Speichers haben wir jetzt ein... Was soll denn die Schubse hier? Deutlich mehr Lagermenge für Holz. Wir kriegen gar nicht mehr diese Meldung ständig rein. Ey, hör mal auf zu schubsen, Mann! Ständig diese Meldung rein, dass, der keine Verbindung hätte. Mann, das ist doch ein Schubse hier auf den Sack, ne? Alter, ich stelle mich jetzt in die Butze, Schnauze voll. So. Aber gut, es haben sich Leute beschwert, dass man durch die Einwohner durchgehen kann. Also hat man natürlich hier einen Collider hinzugefügt. Okay, die kommen gerade aus der Baustelle raus, deswegen sind die noch nicht da. Deswegen hat man hier natürlich eine Kollisionsbox hinzugefügt, dass man nicht durch Leute hindurchgehen kann. Und damit müssen wir jetzt leben. Ja? Ich komme hier nicht durch. Also zwischen die beiden schon, aber nicht durch die Person durch. So, 8 weitere Leute sind zur Verfügung. Das finde ich doch wunderprächtig. Dann verdoppeln wir jetzt mal unsere Brotproduktion. Okay, das Symbol ist immer noch da. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Na gut. Sekunde bitte. Ich bin gleich wieder da. So, entschuldigt bitte, ihr Lieben. Jetzt ist, langsam wird es ein bisschen komisch hier. In der gestrigen Folge klingelt der Nachbar, dessen Paket ich entgegengenommen habe vom Lieferanten. Und jetzt klingelt gerade noch ein Nachbar, dass bei mir noch ein Paket wäre, aber ich habe nie eins bekommen. Was ist da los? Na gut, weiter geht's hier. Ich wollte hier noch jemanden hinzufügen, genau. 1, 2, 3, 4. So. Moment, das sind jetzt 2 Tonnen Getreide. Alles klar. So. Dann machen wir daraus 1 Tonne Mehl. Alles klar. Und dann machen wir hier nicht im Speicher, sondern hier in der Bäckerei. Daraus mit dem zweiten Arbeiter 8 Tonnen Brot, 14 Produktion, das sieht man gerne. Und 2 Bauarbeiter zur Verfügung, das sehe ich sogar noch gerne, ja. Das war jetzt irgendwie ein bisschen hart betont, das R, oder? So, Butze ausbauen, warte mal. Ihr seid schon alle Stufe 2, finde ich schön. Wir machen weiter hier am Stadtkern. Zack,
Und hier auch nochmal. Zack. So, damit kriegen wir wieder ein bisschen Holzverbrauch rein. Aber das lasse ich dir jetzt mal in Ruhe alleine machen. Ich kümmere mich jetzt mal hier hinten darum. Dass wir dieses Lager hier ausbauen. Das müsste doch jetzt schon gehen, ne? Genau, jetzt habe ich auch die Steine dafür. Zack, das macht nämlich dann nochmal mehr Furtleichter. Das ist aber sehr freundlich, dass es direkt hier spawnt. Mensch, da hat er ja richtig weiten Transportweg jetzt. Alles klar. Finde ich gerade gut. Was habe ich vergessen? Bauarbeit anzufügen. So. So. Und. Nee, halt. Ne, ne. So. Ne, hör auf zu schubsen hier, Mann! Alter! Irgendwann schubse ich zurück. Ich schwör's dir, irgendwann schubse ich zurück. So. Gemütlich hier. Oh nö. Was? Wie? Wer? Wo? Holzfäller. Jetzt ist verschwunden. Jetzt hat er einen Weg gefunden. Handwerkerhaus wurde fertig. Ja, okay. Lampe verloren. Das ist mir egal. Stadtratssitzung hatten wir. Kirchenpolitik ignoriere ich jetzt. Speicher wurde letzte Folge auch fertig. Oh, ich bin noch rausgetappt. Moment. So. Wo kann ich denn zufügen? Bin ich noch rausgetappt? Ich würde sie gerne hinzufügen. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Hallo? Hallo? Ich würde gerne die Ziegelsteine hinzufügen. Das wäre sehr freundlich. Ich gehe mal raus und dann wieder rein. Sag mal, warum geht denn das jetzt nicht? Hallo? Oder liegen die schon drin und ich habe es nicht mitbekommen? Moment. Inventar. Ach, okay. Ich habe bloß die Schrift nicht gesehen. Oder sie wurde nicht eingeblendet, weil ich zu schnell war. Hinzugefügt. Ah, alles klar. Okay. So. Oh, der ist auch ein bisschen hart in der Erde rein. Drin, ne? Hinzugefügt, hinzugefügt. Gut. So. Es fehlen noch zwei Steine. Das ist jetzt blöd. Habe ich den noch im Inventar? Nö, wir können schon bauen. Okay. Alles klar. Was auch immer das jetzt war. Ach, oder die hatten die in der Hand. Die werden hier vorne rumgelaufen sein. Oder vielleicht sogar nach hinten gelaufen sein, um das dann hier hinzuzufügen. Alles klar. Oh, jetzt hat der Baum am Stapel hier keine Hitbox mehr. Na gut. Ja, jetzt haben wir natürlich nur zwei Helferlein. Ist natürlich jetzt ziemlich langsam. Na, passt auf. Während die das hier bauen, werde ich hier schon mal weiter machen mit Transport der Güter. Diese hier. Der Baumaterialien so rum. Für die zwei Häuser, weil wir brauchen natürlich mehr Arbeiter für die nächsten Sachen, die wir vorhaben. Wir hatten ja gesagt, wir wollen auch eine Holzwaffenproduktion machen. Dann brauchen wir natürlich noch eine Schafsfarm und eine Wollweberei. Und was war noch neu hinzugekommen, glaube ich, ne? Als neues Gut, was die haben wollen, die Leute. Was war es denn nochmal? Ach ja, Kupfer! Kupfer müssen wir natürlich auch noch machen, damit wir überhaupt auf Stufe 3 ausbauen können. So. Ich glaube, ich klicke zu schnell. Diese Texte, die da aufploppen sollen. Ich spamme dann die linke Maustaste wie so ein Weltmeister in dem Moment, wo ich hier draufklicke. Ich nehme mal an, er wird jetzt hier keine Ziegel mehr brauchen. Genau, dann ist es jetzt der hier. So. Denn ist ja jeweils dasselbe Lager gewesen, ne? Schieße, das Rathaus wollte ich ja auch mal ausbauen, hatte ich ja eigentlich gesagt, ne? Total vergessen. Na, mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch in der heutigen Folge. Das wäre natürlich super nice. Dann würde ich mir die Bauarbeiter dann dafür schnappen, nach Möglichkeit. So. Ja, er sagt mir, hier würden noch Ressourcen fehlen. Das stimmt aber eigentlich nicht, oder? Doch, was? 20 Holz! Oh Gott, Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es noch diese Folge schaffen. Ich bin mir absolut nicht sicher. Junge, Junge. Vielleicht wäre es auch praktisch in solchen Momenten, wenn man sich in Zukunft für sein eigenes Stadtbild auch einen Speicher in der Stadtmitte nochmal baut. Weil dann spawnen ja die Ressourcen, die man für den Ausbau der Häuser braucht, spawnen die ja da. Und da brauchst du ja eigentlich am meisten Ressourcen für den Hausausbau. Beziehungsweise auch für Wirtshaus, Kapelle,
Schrägstrich Kirche, Kathedrale, wie auch immer und so weiter und so fort. Und Rathaus natürlich auch nochmal. Dann spart man sich aber schon mal viel mehr Wege. Und vor allem habe ich jetzt schon mehrmals ans Herz gelegt, dass ich auch sehr gerne eine Pferdekutsche fahren möchte oder einen Handkarren ziehen möchte. Und der Chris hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob er es machen wird oder nicht. Er weicht mir dieser Frage auch aus. Und ich habe da einen Verdacht, dass er da schon längst dran sitzt. Dass er vielleicht eigentlich nur noch auf ein Modell vom Micha wartet, der ihm das zur Verfügung stellt. Und dass er das dann bloß noch zum Spiel hinzufügen braucht und man es dann auch benutzen kann. Das wäre natürlich super, super cool, wie ich finde. Ach ja, warum habe ich jetzt eigentlich vor, auch unser Rathaus auszubauen? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Neuerung gibt oder nicht. Ob man dann vielleicht irgendwie mehr Diener haben kann, mehr Büttel haben kann. Ob man vielleicht auch neue Optionen hat, neue Features hat und so. Das wollen wir ja alles gemeinsam rausfinden. Denn soweit ich weiß, hat er das nicht reingeschrieben in die Patch Notes, ob da irgendwas mit drin ist. Aber wenn was drin ist, sehen wir es ja dann, wenn wir es geschafft haben. Ne? Oh Gott, meine Ausdauer. So, was fehlt jetzt hier noch? Nichts. Okay. Und hier? 20 Holz. Alles klar. Noch 9 Mal laufen. Dann ist das hinzugefügt. Aber mir ist es halt wichtig, dass da drüben mindestens ein weiterer Karren fährt, der dann dafür sorgt, dass die Brotproduktion reibungslos läuft, weil zwischenzeitlich waren wir schon wieder nur auf 6 Produktionen, ne? Was man machen könnte, ich könnte mal kurzzeitig, ja, das mache ich mal eben. Dann kann sich meine Ausdauer in der Zeit regenerieren. Ich sag mal dem Händler, dass der doch nochmal losziehen soll. Okay, ich komme nicht auf den Speicher drauf, aber jetzt. Händler, du schnappst dir bitte mal 50 Holz. Kaufen. Und bringst dann bitte mal 10 Getreide und 10 Mehl mit. Dann haben wir hier immer einen Puffer drinne. Dann läuft das nicht leer. Dann können die durchgängig durchproduzieren. Wie viel haben wir hier? 81. Okay. Zack. Apropos. Übersicht. Zufriedenheit. Jawohl. 2 Nahrungsarten verfügbar. Optimale Versorgung. 35% Fleisch und 65% Brot. Wir sind noch nicht im optimalen Status. Gerichtsverhandlung kündigt sich an. Befragt den Priester zum Verbrechen. Okay. Gerichtsverhandlung kündigt sich an. Und der Effekt ist noch nicht ganz vollständig da, möchte ich behaupten, ne? Denn unser Anteil am Brot ist natürlich nicht 65%. Wir sind ja gerade erst dabei, Brot richtig ranzuschöffeln hier. Wir müssten so ungefähr 50 Fleisch gehabt haben, 48 Fleisch und der Rest, den wir hier haben, das ist Brot. Also wenn wir so ungefähr bei 120 Nahrung sind, dann sind wir hoffentlich so weit, dass dann hier der Bonus vielleicht sich sogar nochmal verdoppelt oder so. Das wäre natürlich richtig cool, ne? So, ich soll den Priester befragen, ja? Oh, bis morgen Abend habt Zeit. Ich schleppe erstmal noch Holz. Wenn der Priester an mir vorbeilaufen sollte, während ich das hier schleppe, können wir da gerne mal drüber reden. So, und der Blitzeinschlag hat mir letztens gezeigt in der letzten Folge. Vor allem jetzt auch mit dem übergreifenden Feuer und alles. Das ist echt eine schön negative Überraschung. Positiv im Sinne von, das ist jetzt realistischer. Negativ für mich war, fuck, hier brennen 3 Häuser. Ich muss die löschen, verdammt. Und die anderen Hansels auch. Konsequenz wird sein, wir bauen als nächstes auch die Brunnen aus. Ich sehe gerade, Lehm geht ziemlich stark zur Neige. Sollte man vielleicht mal zwischenzeitlich dann, wenn der Händler wieder da ist... Habe ich ihn jetzt eigentlich losgeschickt oder nur da rumgeklickt? Ich habe ihn losgeschickt, gut. Dann auch mal Steine zum Beispiel verkaufen und dafür Lehm einkaufen. Und dann muss man sich demnächst mal auch überlegen, die Lehmgrube wieder auszubauen. Also noch weiter auszubauen. Oder war die schon auf Maximum? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten immer den Holzfäller auf Maximum gebracht und die Lehmgrube erstmal noch ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, nur Stufe 2 gebaut oder so. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Oh, wir haben es gleich. Wir haben es gleich und dann geht's hier Schlag auf Schlag. Wortwörtlich. So. Warum baust du schon? Da liegt doch noch Holz rum. What? Hast du jetzt hier den Bau abgebrochen? Nee. Ach, okay. Jetzt hat es doch hier gefehlt. Okay. So, warte mal, was ist da los? 2 Holz fehlen? Nee, stimmt nicht.
Aber ihr seid hier noch nicht fertig. Ich helfe euch jetzt mal. Da sind wir hier ein bisschen schneller. Ah, guck mal hier. Ja? Zack, die Bombe. Ey, weg da. So. Ey, hör auf zu schubsen. Lass mich durch. Ich bin Arzt oder so ähnlich. 199 stand jetzt unten links. Was ist das? Erfahrungspunkte? Kann es sein, dass jetzt die Erfahrungspunkte angezeigt werden? Huch. Falsche Tastenkombi. Aber seht ihr eh nicht, ne? Genau, ich habe keine Bildschirmaufnahme. Schade, dass er mich schon widersprechen möchte. Ich habe mich gehofft, dass er es nicht will. Er ist hier drin, wa? Ja. Ja, moin. Ein ansässiger Kaufmann, reichlicher Spende, Kirchenkasse. Zum Gericht. Ich muss jetzt gar nicht mit ihm über die Angelegenheit sprechen. Okay, ich möchte dich zum Gerichtsprozess befragen. Ich habe den Angeklagten vor 3 Tagen hier in der Kirche herumschleichen sehen. Schaut euch einmal in Ruhe hier um. Vielleicht findet ihr ja irgendwelche Beweise. Oha! Ist die Anklage schlampige Arbeit? Weil ich wüsste da was. Sorry, Micha. Oh, hier brennen jetzt Kerzen. Ach, hey, was ist denn hier mit dem Terraforming passiert, sag mal? Ja, komme gleich. Ich soll mich hier in der Kirche umschauen nach irgendwas, aber nach was? Ich gehe mal die Anklage lesen. Worum geht's hier eigentlich? Achso. Der Angeklagte wird beschuldigt, Werkzeuge aus der Holzfällerhütte gestohlen zu haben. Da! Beweis 1, Sichel. Eine Sichel in der Holzfällerhütte? Ich weiß nicht. Beweis 2, Axt. Inventar ist voll. Nein! Das kann ich. Nein! Ist aber in die Sichel. Oh. Okay. Was ist denn hier los? Warum hat hier schon unten Bauarbeiter was hingebracht oder wie? Da wäre da was. Ich habe hier zu viel Holz. Moment. Zack. Oh, guck mal. Die Fackeln gehen wieder an. Schön. Es lag wirklich am Regen. Interessant. Wo war denn das jetzt hier? Hat der jetzt einfach hier zugemacht? Moment. Gut. Hier haben wir noch ein Messer. Ach, hier auf der Rückseite war das irgendwo, genau. Ah, das ist ja cool. Oh, das gefällt mir. Kann ich jetzt schon das Urteil fällen? 80%? Oh nein, mir fehlt noch ein Beweisstück. Oh Mist. Oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt nicht hier unterm Terraforming versteckt. Das wäre jetzt echt mies. Aber hier drin hatten wir das schon geguckt, ne? Moin. Guck mal hier. Interaktion mit den Gebäuden. Arthur Schwarzbeck. Er ist am Beten. Zum Gerichtsprozess befragen? Okay. Du vielleicht? Ute Rehbock. Okay, ich frag den Priester. Ja. Kann ich dich nochmal befragen? Ja, das sind die gesuchten Werkzeuge. Dass er die hier in der Kirche versteckt hat, ist schon eine Frechheit. Aber gut, zumindest habt ihr den Dieb gefunden. Alles klar, Kabocha, nennt mich Monk. Ich löse jeden Fall. Darf ich jetzt schon vorzeitig ein Urteil fällen? Nee, ne? Ich muss bis zur Verhandlung warten. Na gut. Okay, Brunnenausbau wollte ich noch in Auftrag geben. Um auf zu schubsen hier. Darf ich nicht? Doch, darf ich. Alter Schwede, 10 Steine. Aber ist dringend notwendig. Wir haben es ja gesehen, warum. Hatten wir hier vorne noch einen Brunnen? Den da, genau. Ausbauen, ja. Und ich glaube, hier um die Ecke nochmal einen, oder? Nö. Moment. Ich möchte mal, wir hatten 3. Zoom mal weiter raus. Wie keine 3... Ey, was? Ich hab's mit nur 2 Brunnen geschafft, 3 brennende Häuser zu löschen? Lol. So, Problem ist natürlich auch noch zusätzlich, wenn hier hinten mal ein Blitz einschlägt, in eins dieser Gebäude,
Da hat sich ja der liebe Cookie96 so drüber gefreut in der letzten Staffel, dass es mir da so um die Ohren geflogen ist. Dann habe ich da natürlich ein fettes Problem. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, bei den Gebäuden geht's vielleicht noch, da haben wir das Wasser in der Nähe, da können wir auch den Eimer füllen. Muss ich dann aber manuell machen, wenn, ich weiß nicht, Steinbruch, ob der brennen kann, ich weiß nicht. Aber gut, auf der anderen Seite, wozu brauche ich jetzt viel Steine? Außer zum Bauen selber. Es ist die Frage, ob man den Steinbruch überhaupt aufwertet. Ne? So, apropos. Es ist ziemlich geschäftig dafür, dass eigentlich Feierabend ist, ne? Wenn ihr noch so geschäftig seid, dann würde ich mir jetzt noch ein bisschen Steine hier schnappen. Ups. Und würde die da in den Brunnen reinlegen. Nicht E drücken, Robin. So. Na, wer hat denn jetzt wieder ein Problem? Ah ne, der Händler ist zurück. Ah, alles klar. Speicher wurde fertig gebaut. Das ist gut. Das bedeutet dann nämlich, dass die jetzt hier an der Hütte arbeiten werden. An der dritten, da hinten irgendwo. Ja, es sieht zumindest so aus, dass die da arbeiten, ne? Dass es schon einen gewissen Fortschritt gibt, meine ich. An der Baustelle. Was ich im Übrigen sehr loben muss, dass es hier keine Kollisionsprobleme gibt mit dem Baulager. Dass jetzt nicht hier irgendwie die Wege blockiert sind oder so, ne? Hätte ja auch passieren können, dass man da nicht dran denkt, ne? So. Ich sehe gerade, weil ich so schnell klicke, zeigt er mir manchmal nur einmal Stein hinzugefügt an. Obwohl ich dreimal geklickt habe. Ja, da seht ihr es. Das habe ich mal ein kleines bisschen gewartet mit dem Klicken. Deswegen ist das so, okay. Ach, Mensch. So. Zugefügt nur einer. Okay, der zweite und dritte muss dann hier hinten irgendwo rein, eventuell. Ja, schön. Willst du trotzdem schlafen gehen, ne? Na, jetzt sag mir nicht, ich hab's doch nicht im Inventar. Okay. Ach ja, ich habe ja noch die Beweismittel jetzt im Inventar. Aber sag mal, wo ist denn... Ach hier, Sichel. Okay, alles gut. Alles gut. Hab nichts gesagt. Es ist alles okay. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Apropos. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. Die Mauern sind jetzt übrigens ebenfalls rechtwinklig baubar. Nicht nur die Straßen. Habe ich noch vergessen zu erwähnen in der letzten Folge. Nee, das ist das Haus. Hier, Wörtchen. Genau. Ja doch, ich glaube, es macht sich wirklich praktischer, wenn man da hinten auch noch einen Speicher baut. Zum einen hat man dann mehr Speicherplatz, logischerweise. Und zum anderen... Achso, nee, kann ich gar nicht machen, fällt mir ein. Ja, zum einen wie meinem Stadtplan, den ich mir so ein bisschen überlegt habe. Ja, ich habe dir dein Fleisch nicht gebracht. Es tut mir leid. Nicht. Und zum anderen habe ich ja dann das Problem, dass die Karren einfach losfahren, quer über die ganze Karte. Und versuchen, Ressourcen abzuholen, während der Speicher, der daneben steht, das viel schneller hätte machen können, ne? Ja. Aber das Schöne ist schon mal, wie ich sehe, unsere Nahrungsproduktion läuft einwandfrei. Sag mal, ihr macht gar nichts? Hm? Ihr habt auch Feierabend, oder? Schade. Na gut. Ich will noch wenigstens irgendwas fertig bauen heute. Ach, ja, okay. Komm, wir gehen pennen. Dann gucken wir mal, wo die Leute gerade zugeteilt sind, die Bauarbeiter, in welchem der Hütten. So. Und zack. Ein kleines bisschen FPS-Einbrüche gibt's, wenn ich hier hochlaufe. Und ich habe festgestellt, wenn ich aufwachen möchte, muss ich zweimal Escape drücken. Ist es bei euch auch so? Das wäre mal ganz gut zu wissen für mich. Ja, haben wir mal 5 Minuten geschlafen. Ja, ich muss immer zweimal Escape drücken. Sag mal, da habe ich Regale. Die Truhe? Okay, aber Regale, aber dann habe ich hier... Hallo? Wer hat mir die Regale hier reingestellt? Ich wollte die nicht. Oder kann ich die benutzen? Nee, schade. Oh, das wäre schön, wenn ich da jetzt einfach Werkzeug reinlegen könnte. So, warte. Wenn ich schon mal am Laufen bin. So, kann ich ja schon mal die Steine mitnehmen. Dann geht das ein wenig zügiger. Oh, guck mal hier, da sind sie schon weitergekommen. So, sind hier 2 Leute zugeteilt? Ja, nein, vielleicht. Nee, das ist Marktplatz. Das ist immer noch Marktplatz. Das ist immer noch Marktplatz. Ich würde gerne das Haus anwählen. Alles klar. Wir bauen einfach mal los. Sehe ich hier vielleicht 2 Hansels dran arbeiten. Eine Person auf jeden Fall. Und hier eine 2. Person. Alles klar.
Ja, also ihr seht schon, liebe Leute, es ist halt immer noch nicht rund. Das auf jeden Fall. Aber es ist spielbar auf jeden Fall. Und mir persönlich macht es auch Spaß. Manchmal ist es natürlich ziemlich viel gegrindet. Vor allem am Anfang, wenn du noch wenig Bauarbeiter hast und so. Die Baumaterialien schleppen. Hier und da und was checken und was noch kontrollieren und umändern und so weiter und so fort. Aber wenn du erstmal drin bist, wenn du erstmal so du die Anfänge geschafft hast, ist es eigentlich schon ein sehr rundes Spiel, finde ich. Ja. Und vor allem, ich verdiene mich dumm und dämlich, wenn ich da oben meine Stadtkasse sehe. Ich könnte einige Produktionen auf Eis legen und einfach nur noch einkaufen, theoretisch. So, aber jetzt gucken wir auch gleich nochmal nach, ob denn jetzt der Bonus aus der vielfältigen Ernährung, ob der jetzt so höher ist als vorher. Und wir gucken vorher nochmal rein, wie viel Brot und wie viel Fleisch wir haben. Wunderbärchen! Ein weiterer Arbeiter. Gleich mal hier zuordnen. Ja, ich hab's befürchtet. Die anderen zwei sind nämlich jetzt zur Brunnenbaustelle gerannt. Aber irgendwo auch nicht verkehrt. Ist ja von der Priorität her wichtiger, so an sich. Die Sicherheit, ne? So. Zack, die Bombe. Zack, die Bombe. Wir haben 109 Fleisch und 12 Brot. Okay. Das kann definitiv kein besserer Bonus sein jetzt hier. Nee. Kann nicht sein. Jetzt fressen sie natürlich alle vorzugsweise Brot. Statt Fleisch. Alles klar. Ich meine, man könnte sich jetzt natürlich auch überlegen, ob man sagt, hey, ich ziehe jetzt ein paar Jäger raus aus dem Jägerzelt und stopfe die lieber an andere Tätigkeiten rein. Alter Schwede, was? Ach, was? Nee. Also. Wie kann denn das jetzt schon wieder sein? Die sollen doch nur diese drei Sachen machen. Es sind vier oder drei Fuhrleute. Wie können die jetzt beschäftigt sein, dass sie das nicht abholen? Ach, oder weil die Nahrung schon wieder fast voll ist. Das kann auch daran liegen, natürlich. Ach, Moment mal, wir haben ja schönes Wetter. Ich merke es jetzt erst. Bin schon wieder so drin in der Thematik hier. Das kann natürlich sein, ne? Ja, 20 von 20. Lager ist voll. Und wir müssten 140 Brot... Ah, nee. 140 Nahrung insgesamt können wir nur haben, ne? Oder? Wir schauen mal eben. Sag mal, wie, okay, Moment. So. Sekunde, kriegen wir noch einen hier? Zack, 140. Mehr passen hier einfach nicht rein, ja. Exakt 140. Oh je. Und jetzt werden wir gleich hier mit Getreide und Mehl zugeschossen. Na. Okay, da macht es vielleicht sogar Sinn, wenn wir die ganzen Speicher, die wir schon haben... Nee, Moment! Ich will es jetzt wissen. Darf ich denn mein eigenes Zuhause schon ausbauen? Ja. Oh, kostet auch nicht wenig, ne, von den Ressourcen her. Oh, ich habe sogar zu wenig Leben. Oh mein Gott, ich habe zu wenig Leben, das gibt's doch nicht. Kann aber nicht sein, ne? Aber ich meine, wer hat es dem Spiel erlaubt, dass ich zu wenig Leben haben darf? Hä? Geht doch nicht so. Wie soll ich denn hier vorwärts kommen? Also, ne? Hätte mal fragen können. Ihr habt aber schon welche. Ja, hier, 15. Gib mal her, das Zeug. Vier Stück, mehr kriege ich nicht geladen. Ist aber nicht schlimm. Ja, ich sehe schon, die kommen nicht hinterher mit dem Transportieren, ne? So, haben wir ausreichend. Ich habe ja die Vermutung, dass wenn ich das Rathaus ausbaue, dass ich dann mehr als nur 10 weitere Tonnen insgesamt laden kann. Dass ich vielleicht sogar deutlich mehr laden kann. Wie ist denn das? Hä? Wo bringst du das hin? Da hinten? Wieso?
Hä? Sag mal, was? Ich hab das doch schon alles hier hingebracht. Was? Wie? Wer wo? Oder wegen dem Brunnen? Bevor jetzt ein Stein. Ei! Stimmt, ich habe ja nur Steine transportiert. Stimmt. Hat er wieder voll vergessen, der dicke Alte, ne? Ja. Nee, hier liegt mehr als ein Stein. Okay. Ja gut, zack. Da kriegen wir schnell hin hier. Wenn ich nicht im falschen Rhythmus klicke. Na, guck mal. Die Schriftanzeige kommt nicht mehr hinterher, die hat sich jetzt aufgehangen. Moment. Der zeigt mir an, der Fortschritt an. Ah, okay, Handwerkerhaus. Ich wollte schon sagen, sag mal. Der hatte mir gerade das Baumenü angezeigt, dass der mit dem Rathaus schon fast fertig wäre. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen, wenn dann da so ein Glitch dabei gewesen wäre. So, aber es geht ja schön zügig, dadurch, dass es ja das Lager selbst ist. Und da würde ich mir jetzt auch schon mal ein paar Helferlein ranholen. Können die schon mal weitermachen. Boah, alter Schwede, jetzt bin ich hier ewig noch dran, ne? Aber ich würde sagen, ich mache mal hier ein kleines Päuschen nochmal, kurz vor Ende der Folge. Ja, Moment, ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt einfach erstmal offscreen die ganzen Ressourcen getragen, auch bei den anderen Baustellen noch ein bisschen ausgeholfen, Ressourcen zu tragen, weil da war ich noch nicht fertig. Ich habe jetzt hier 6 Bauhelfer mit eingestellt. 2 sind gerade noch mit dem zweiten Brunnen hier beschäftigt, die schleppen gerade noch Holz. Die anderen 2 Wohnhäuser sind schon fertig und es sind exakt dieselben geworden. Dadurch haben wir hier wieder, naja, wenn der Nachbarsjunge und das Nachbarsmädchen sich ineinander vergucken, die perfekte Gelegenheit für nächtliche Kartenspiele. Und wir wollen jetzt unbedingt noch das Rathaus Level 2 sehen, ne? Oh, Moment. Level up. Sehr schön. Oh, ich habe noch einen Stand im Winter. Das ist schlecht. Erfahrung. Zack, zack, zack. Und das ist jetzt schon Maximum, ja, ne? Wir warten noch kurz. Ja, jetzt ist auf Maximum. Wunderbar, jetzt bin ich der Baumeister hier. Jetzt bin ich der Bob. Und ich sehe gerade, wir haben 205 Nahrung gelagert. 208. Ist das Lager schon instant erhöht? Oder kann ich doch pro Nahrungsart 140 lagern? Ja, der Priester kann mich mal. Die Gerichtsverhandlung. Ah! Okay. Oder sagt er mir jetzt, die Gerichtsverhandlung findet morgen statt? In einer Stunde, okay. Moin! Achso, in einer Stunde, ja, okay. Also halbe Stunde Ingame-Zeit habe ich noch, um mir zu hämmern. Das mache ich jetzt auch. Trink nochmal einen Schluck Wasser nebenbei, weil ist ja anstrengende Arbeit, ne? Und der Timer meckert. Ich sag aber Stopp. So. Bitte Stunde noch. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Können wir uns gleich nochmal schön von Weitem dann angucken. Dann gehen wir nochmal gemeinsam rein. Ich mache heute wieder ein bisschen Überlänge. Aber nicht so viel wie gestern. Keine Sorge. So. Und dann rennen wir mal zur Gerichtsverhandlung. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, bin da, bin da. Hi. So. War eindeutig schuldig, ne? Sehr geehrte Ratsmitglieder, hiermit erkläre ich die Gerichtsverhandlung für eröffnet. Verhandelt wird die Klage gegen den Angeklagten und so weiter und so fort. Ich lege euch folgendes Verbrechen zur Last. Ihr habt vergangene Woche Werkzeuge aus der Holzfällerhütte gestohlen. Ich bin unschuldig. Dieser ganze Prozess ist eine einzige Farce. Wir beschleunigen mal, ne? Beweise vorlegen, auf schuldig plädieren. Oh, guck mal. Aha. 2 würden schon dafür stimmen und ich bin dann das Zünglein an der Waage. Höchstwahrscheinlich schuldig. So. Ich sag schuldig. Was sagen die anderen? Ja. 3-2. Oh, 3-1. Nice. Entscheidung akzeptieren. Oder Vetorecht erst ab Fürst verfügbar. Aha. Okay. Jetzt kann ich auch die Strafe bestimmen. Ich würde sagen, Geldstrafe, ne? Wurde aus Gier gemacht, also muss es finanziell auch wehtun.
So. Ein schwaches Urteil. Geldstrafe wurde bezahlt. Ja, komm. Weil man konnte jetzt nicht sicher gehen, hat die Person das wirklich aus dem Holzfäller-Gedönse geklaut oder nicht, weil wir hatten nur eine Axt dabei und eine Sichel könnte Getreidefarm sein und ein Messer könnte Jäger gewesen sein. Ja? Apropos, habe ich die Sachen jetzt eigentlich noch im Inventar? Tatsache! Ja, lol. Okay. Ich kann das Inventar gerade nicht öffnen, weil es eine Baustelle ist. Okay, wir bauen das mal schnell fertig. Und dann gucke ich mal, ob ich das, die Bronze-Axt reinlegen kann und dass die dann eventuell sogar als Bronze-Werkzeug gilt. Herrschaftszeit, ich will da bloß mein Zuhause ausbauen. Da kommt der Königsbote schon wieder an. Eieieiei. So, wir gucken aber gleich mal nach. Ja, komm schon. Fertig. Okay. Dann gehe ich mal kurz weg von der Baustelle und dann wieder ran. Gucke ich rein. Ins Lager. 200 pro Ware. Und jetzt nehme ich mal an, können wir insgesamt 400 Nahrung lagern. Und ich möchte jetzt Fleisch verkaufen. So. Zack. Nur mal, wie viel haben wir? 150? Dann verkaufst du 80, stimmt. 100 kann er nicht nehmen. Aber ich glaube, wir können die Kapazität der Handelskarren durch eine Forschung später erhöhen. Das sehen wir dann, wenn wir das Kloster gebaut haben. 1520 spielt uns das ein. Das finde ich sehr schön. Was will ich denn dafür kaufen? Lehm. So. Nimmst du den Profi mit. Kaufen. Ja. Zack. Viel Spaß. Okay, was will denn der Brote? Und wo ist er? Da? Hier irgendwo? Nee, doch. Bitte geht mal alle zur Seite. Ich muss mit dem reden. Der Leopold Siebenberger. Die Truppen des Königs bereiten sich derzeit intensiv auf das Aufeinandertreffen mit Waldemar dem Wilden am trutzigen Tannenberg vor. Seid ein treuer Vasall und unterstützt den königlichen Truppen mit folgender Summe 250 Pfennig. Oh Gott, ich dachte schon, ich muss Waffen liefern. Ich habe mich noch keine. Zur Erfüllung. Ja, hier, nimm die 250. Oh, ein Teufelszeichen. Uns erwartet Unglück. Oh, oh. Oh, oh. Und das größte Unglück wird sein, dass die Folge gleich vorbei ist. Aber ich würde vorher noch eine Sache probieren. Darf ich das hier reinlegen? Nee, geht nicht. Schade. Na gut, dann habe ich jetzt Beweismittel, die keiner mehr haben möchte. Wir gucken uns aber noch an, was jetzt hier alles neu ist. Okay, Inneneinrichtung, immerhin. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn jetzt jeder Schreiberling sitzen würde, ne? Sitzt der immer noch hier unten? So. Nee. Doch. Okay. Ja. Also, eigentlich ist ja hier die Gasttafel, ne? Hier werden Gäste bewirtet und so. Vielleicht aber auch nur, weil jetzt der Abend ist, ne? Vielleicht sitzt der tagsüber eigentlich da oben zum Arbeiten, ne? Auch gut möglich. Sehen wir vielleicht später nochmal. Hier sind jetzt die Betten eingerichtet von unseren Hausbediensteten. Ah. Sehr praktisch. Ah, sehr schön. Und, bin ich schon befördert worden? Ah, ich kann hier keine persönliche Korrespondenz machen. Ich verleihe euch einen neuen Titel. Yippie! Und ich habe ein gemütlicheres Bett. Ja, schön. Okay. Achso, ja, ich wollte ja Werkzeuge wegpacken. Moment. Das brauche ich nicht. Das brauche ich... Obwohl, warte mal. Ich lege lieber das weg und dafür nehme ich das mit. Was ist denn davon schwerer? Guck mal hier. Ausweiden. 1, 2, 5. 1, 7, 5. Okay. Hier steht sogar, wo ich das craften kann. Ah. Cool. Das ist neu, glaube ich, oder? Gut, die Segel brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Ah, und der eine Stein, den muss ich hier noch schnell reinlegen. Zack, zack. Was denn hier passiert? Also, ist das schön, dass ich einen Teppich habe, aber der lebt. Der muss mal entlaust werden. Oh, feier. Okay, es ist nächtens. Ich sag gute Nacht, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.